Hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeitstrategiespielspaßes und willkommen zurück zu Anno 1404 Venedig mit dem Van Ori. Huhu. Eine Vulkanausbruch, ja, hier Produktion kommt steht's. zum Erliegen. Das ist ja auf unserer Insel. Eher so auf deiner. Hey. Also falls du übrigens auf der Insel noch ein bisschen Platz brauchst, ich kann mich auch noch ein bisschen verdrücken, musst du Bescheid sagen. Nee, wo ist denn deine ganze Produktion hin? Ich hab da noch gar nichts gebaut. Wo kriegst du dein Brot und so her? Meine Hauptinsel links schräg drüber. Der Vulkan auf ihrer Insel droht auszubrechen. Nach links schräg drüber. So meine Hauptinsel und da so links hoch. Ach so, okay, da, Ach ja, du also Scheiße, jetzt hier. ist es ja ausgebrochen. Oh oh. Ich baue schon mal Feuerwehr bei dir. Lukrativ. Lol, da hilft keine Feuerwehr jeglicher mehr. Hinsicht. Was war, was war denn das für ein Gebäude? Oh. Ich glaube, ich habe Das jetzt sind ein Mittel. Diejenigen, die sind, um diesen Oh. Auftrag auszuführen. Das sind, glaube ich, die Eines Weizenfarmen. Tages stolpert ihr noch Ich habe über übrigens eure einen eigene Auftrag. Schlauheit. Brot und Ja. Lederwämser. Willst du den machen oder soll ich den Nee, machen? mach du mal, ich habe hier gerade Probleme hier. Größerer Natur. Hey, wieso habe ich denn keine helle Ansicht mehr? Was ist das denn für ein Mist? Ach doch, aber nur wenn ich Was ist über denn den los Vulkan hier? bin, nicht. Ach komm! Du willst mich doch verblö. Ei! Nicht in Rei. Ach. Vielen Dank. Dann bauen wir es halt woanders. Ich hab nie genug Holz für den Mist. Oh, doch. Fortbauen? Ja, das war ein kurzer und schmerzloser Auftritt eines Vulkans. Sehr schön. Ihr werdet beobachtet. Wusstet ihr das? Was? So. Nun zu den wichtigen Dingen. Oh, ich hab. Bin ich irgendwie mal mein großes Schiff wieder hier? Oh, ja. So, was wollte ich jetzt nochmal hier unten? Hab ich so Genau, ich wollte noch einen Steinprobleme? von den Lederdingern bauen. Was ist eigentlich mit dir los? Papiermühle. Bücher. Ah, ich produziere jetzt Bücher, Mensch. Weil ich bloß zwei Steinvorkommen auf der Kackinsel habe. Bücher, Mensch. Roste Salz und Tierhäute. Nee, aber ich bräuchte ein bisschen Stein, wenn du welches hast. Steine kann ich dir andrehen, so viele lustig bist. Gut, 60. dann erst mal gucken. Mach erst mal den Auftrag und dann komme ich bei dir vorbei und kaufe. Jupp. Waren oder Informationen? Was ist wohl das? Die Details bleiben besser. Für dich anscheinend waren, mein Freund. So. Wir Ach, müssen hier tatsächlich, dort habe ich. unten bohren. Da unten müssen wir bauen. Was ist hier oben los? Das Bier geht anscheinend ein wenig runter. Genauso wie mein Hanf. Ah, shit. Reicht bei einem Steinbruch eine Steinmetzhütte? Ja, da muss man einfach nur die Nein, Hütte nein, da nein. rein. Einfach nur eine Steinmetzhütte daneben. Ist mit dir los? Ach, bei dem. Ah, okay, bei dem funktioniert beides theoretisch. Deine Hütte ist leicht beschädigt, Mann. Du solltest sie vielleicht reparieren lassen, was natürlich nicht geht, weil der nicht in Reichweite ist. Faszinierend. Na, und die hier oben sind nicht in Reichweite. Naja, was soll der Geiz? Eigentlich ist das gerade bescheuert, was ich hier mache, aber Mhm.
Weil ich irgendwann auf der Insel ja auch wieder Stein brauche. Ja, durchaus. Wo war der? Da war der, ne? Genau. Der ist aber da nicht, sondern da ist nur der hier. Und hier oben haben wir noch. Oh, einen. Das ging aber jetzt schnell. Ah, ja. Okay, zu ich deiner Hauptinsel nehme ich mal an. Jo. Nächster Auftrag. So, wie sieht denn das hier unten aus? Ist ja, nimm ihn einfach an, den Auftrag. Ach, mach nur. Bitte? Hier der Piraten. Von Venezianer. Achso, den habe ich nicht. Ah, das ist so ein Auftrag mit mehreren Stufen, sehe ich gerade, okay. Papier und Indigo. Wo produziere ich denn Papier? Produziere ich Papier? Bier ist low. Aber wie sieht es denn mit, das habe ich genug, das habe ich genug. Was ich nicht genug habe, produziere ist ich mein Papier. Kräuter. Ah, hier bestimmt. Oh ja, tatsächlich ist. So. Oh, komm schon. Gut, der Schiffe wie unzufälligerweise Indigo am Start. So gefällt. Da fragst du mich was. Oh. Ne. Ja, sagt er. Das geht gerade alles irgendwie in meine dieses Bücherproduktion. Dieses schneidige Schiff passt zu mir. Findet ihr? Ja, dann muss ich mal kurz hier. So, wie sieht denn das aus jetzt och, hier? Du lieb. Liebes Lieschen. Okay, davon werden 22 produziert anscheinend. Ich brauche... Nein. Nein, ich brauche... ein kleines Lagerhaus. Ja. Habe ich genügend Goldmünzen? Toll, ich mache Plus, aber trotzdem habe ich nicht genug Geld. Ohne Flotte könnte ich meine. Willst du jetzt einen Stein haben oben bei meiner Hauptinsel? Ja. Warte. Freigegeben? Ja, ich variiere nur noch kurz den Preis. So, fertig. Kauf ein. Den nur Werkzeuge und Stein. Achso, ja, Stein. Ach, sorry. Ich helfe euch gerne aus. Guten Morgen. Ich wusste, wir kommen ins Geschäft. Habe ich das Schiff da rausgehauen? Yay, 300 Goldstücke. Meine Flotte ist unermüdlich dabei, Waren aus der Heimat hierher zu transportieren. Wie viele Heinis habe ich denn hier? Na komm. Drei nur. Ne, drei, okay. Verkaufe dich endlich. Ja. So. So. Weil du Papier okay, brauchst, Leder, ne, mir kommt es zu allen Ohren raus. Yeah, ja, Speichersimulator. Woo. Nee, Papier habe ich momentan auch genug. Ich muss warten, bis die Bücherproduktion richtig anläuft, um das mit einem Schlag hochzuschippern. Auf jeden Fall meine Lederwämser-Produktion funktioniert schon mal. So. Ja, das ist ja gut. Hängt's ja wieder. Ja. Immer wieder schön diese kleine Sanduhr ins Gesicht gedrückt. Bei mir stockt's einfach nur. So, wie sieht denn das aus hier unten?
Das scheint ja gut zu steigen. 44 Bücher. Das ist auch eine wunderbare Zahl. So. Was haben wir denn hier alles drin? Das ist ja jetzt Gewürze. Ich brauche doch nur ein bisschen Indigo. Kommt, Leute. Und natürlich auch noch Leder. Wämser. Und. Haben denn meine Leute jetzt mittlerweile Kaffee hier? Tierhäute. Nee, warum noch nicht? Eigentlich müsste doch längst das Schiff mal da gewesen sein. Nichts Quarz, sondern. Allerdings nicht. Glas. So. Quarz wird hier nicht geschippert. Läuft die nur auf 75%? Was ist das denn? Wer läuft jetzt nicht mal. Na, meine Kaffeerösterei. Was? Wieso? Ja, frag mich nicht. Ach, weil hier auch wieder. Nice, es geht langsam bergauf. Oh, 5000 Goldstücke, so lange kann ich ja nicht warten. Nee, ich glaube, das ist wohl. Alles andere habe ich. Doch. Tja, Pech gehabt. Ich kriege einfach keine Knete zusammen. Ja, wenn du Geld brauchst, dann sag doch mal was. Ja, gleich. Chill. So, das heißt, ich habe jetzt zwei Schipperkähne hier rumstehen, die quasi nichts machen. Und ich habe noch einen großen Schipperkahn hier hinten rumstehen. Ach, wie wärmt es mein Herz, euch zu sehen. Ja. Gut, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich hier hin. Ich habe ja bis jetzt nur. Das ist ja Leder. Die Frage ist, ob wir wirklich die beiden brauchen. Und ob wir eventuell noch ein Gewürz mit hineinpacken könnten. Wo tingelt der denn gerade rum? Redest du jetzt nicht mehr mit mir? Ich greife euch gern ich unter grad, die Arme. Was ihr auch anstellt. Euer ein gutes ich war gerade in den Handelsrouten beschäftigt. Danke für die Knete. Ich muss hier managen und so, weißt du? Ich hab doch eine Beleidigung hinterhergeschoben. Was? Ich. Wie kannst du nur? Ich bin ganz echauffiert. Was behauptet ihr da? Meine wissenschaftlichen Theoreme seien Hochstapelei? Am Arsch! Ich hab ein gutes Geschäft gemacht. Rotzfrech! Rotzfrech und kackdreist. Ich wäre euch vermutlich keine große Hilfe. Ich hab nicht mal die Hälfte davon. Schade. Was machst du eigentlich hier? Genau, ich wollte ja das hier voll pumpen. Bücher. Bücher. Bücher ist eine gute Idee, Mensch. So, läuft denn jetzt hier endlich mal die Kaffeeproduktion auf? Wie sie soll? Dann laden wir hier unten noch Bücher ein. Oh ja, jetzt sieht es doch schon besser aus. Aber die erste Fuhr übernehmen wir natürlich persönlich. Oh, der Kaffee wird nicht abgeholt. Was ist denn mit dem Schiff los? Es wurde vom berüchtigten Elsa irgendwie sowas versenkt. Der Jack Sparrow der Meere. Welches Schiff das überhaupt ist? Nee. Stella Maris, wo ist es denn? Da ist es doch. Blabla Biersohle, genau. Bier. Ich wollte Bier. Bier wollte ich produzieren. Ach. Warum sagst du denn nichts, Mensch? Ach. Ich weiß warum. Was? Wieso? Weil das Schiff voller Mosaik ist. Ernsthaft? Ich sag lieber nichts. Oh Gott, ist das gerade peinlich. Du hast ein voll beladenes Schiff.
das Pferd hier auf durch eine die Handelsroute Gegend gegeben. Ich habe erstmal zwei Lagerhäuser gebaut. Oh Gott. GG. Eine Insel wurde ausgemacht. Was ja, aber mittlerweile sind die halt alle aufgestiegen und ich brauche den Scheiß nicht mehr. Für einen Händler wie mich unerlässlich. Ach, du hast die Insel entdeckt und ich habe eine Nachricht auch dafür gekriegt. Sieht so aus, ja. Verstehe ich zwar jetzt nicht. Wir spielen ja kein Koop. Komisch. Naja, danke für den Spot, ne? Gerne. Ach, das reicht immer noch nicht. Komm, verschärfen wir mal ein bisschen Kohle. Noch größeres Lagerhaus. Landungssteg. Halt, das war das Falsche. Tut, tut. So. Rein mit dem ganzen Plunder. Damit wir noch ein bisschen uns ausbreiten können. Wir brauchen noch ein Klostergärtchen. Seid ihr bereit, für die Gerechtigkeit einzustehen? Fahr doch mal weiter. Nein, Marie, ich möchte dir kein Geld für dein, für das geben, was auch immer du mir anbietest. Was? Kleine. 2, 3, 4. Nette Dame. 1, 2, 3, 4. Sehr gut, funktioniert. So, zu welcher Insel muss ich jetzt noch fahren? Ich hoffe, damit ist die Produktion gedeckt. Ich wundere mich, warum ich hier keinen Kaffee auf die Insel kriege, ey. Es ist doch... Vielleicht, weil du noch keinen angebaut hast. Die Brunnen einer doch, Rubia aber das Schiff hat halt nur 3 Slots und ich hatte halt, was war's? Also der dritte Slot in dem Schiff sollte eigentlich mit Kaffee dann belegt werden, aber der war halt permanent mit Mosaik belegt, weil... Weil du zu blöd bist. Weil das Schiff, ja, so kann man es auch kurz zusammenfassen, weil das Schiff halt das Mosaik nicht mehr ausladen konnte. Und ist mal auf. Tja, so ein Mist. So, 90 Tonnen mit Mosaik. Der Reproduktion gehe ich jetzt in die zweite Runde. Eine Klosterbäuerei mehr. Habe ich auch schon. Davon wird wieder mit Stein voll. Das ach, hier wird komm, noch klar. Abgeholt. Wollen denn die Adligen jetzt? Die wollen, glaube ich, Fleisch. Die wollen immer noch Teppich. Oh, und Fisch. Fisch. Ich habe doch hier schon. Oh, ich muss. Fisch? Ja, die wollen scheinbar auch Fisch, die Idioten. Na, wie redest du denn über die? Ich bin halt so ein bisschen auf Krawall gebürstet, ne? Ja, ich merk das schon, ne? Wird mal Zeit wieder, dass du runterkommst mit einer Runde World of Tanks, wo du so schön drin verkackst. Jetzt wird er auch noch frech hier. Ich bin halt schon PTA gefahren, ich hab halt schon verkackt. Oh, das ist natürlich ganz mies. Ja, ich habe heute Morgen auch 2 Runden IS-8 hingelegt, aber konnte echt nichts reißen. Was, früh Zeit zum Zocken? Ja, ich habe Montag, dienstags habe ich Schule und morgens kann ich dann so locker nochmal 2 Runden hinlegen. Das ist ja gechillt. Ja, finde ich auch. Wie sieht's aus? 9000 mittlerweile. Kai. Oh Gott. Ho boy, ho boy. Hol ich den Kaffee erstmal manuell ab. Manuell? Ach, jetzt ist der schon abgeholt. Oh, Knarf. Jetzt schippert dieses blöde Schiff hier bestimmt irgendwo mit Kaffee rum. 1, 2, 3 muss ich abreißen. Nee. Also 6 Häuser. Hier. Wo ist denn der Kaffee? 1, 2, 3, 4, du hast den hier ausgeladen, du 6. dummes Schiff. Nee, hab ich nicht. Ach, ihr nee. Ihr müsst mir in dieser Angelegenheit zur Hand gehen. 6. Wieder ein Auftrag von Dirty Burg. Nochmal. Willst du den machen oder soll ich den machen? Was will der? 10 Tonnen Holz, 5 Indigo? Nee, kannst du ruhig machen. Könnt ihr eure Bemühungen nicht noch verstärken? Ja, hier ist der Kaffee. Jetzt werde ich von dem angemeckert, das ist ja unglaublich.
Ihr versteht es, eine Stadt im gerechten Glauben zu führen. Och, Marie hat mir mal eben 6 Glaubenspunkte unter das Röckchen geschoben. Ui. Ja, finde ich auch. Aber das ist doch eigentlich die perfekte Bedingung, um die Folge zu beenden. Ja, das könnte durchaus möglich sein. Ja, Freunde, wenn ihr mehr sehen wollt von Vanori und Marie oder dem Röckchen, dann schreibt ihr das bitte in die Kommentare. Du bist so ein Vogel, du. Und bleibt dran, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Vielleicht dann mit Schmalzi oder so. Oh, nee, bloß nicht. Hör mal auf mit dem. Der ist immer so glitschig. Ah, pfui, ja, also. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.